بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Es geht's weiter. Ich wollte mich erstmal von vornherein entschuldigen, weil es ist immer so bei den Vorträgen, viele Leute wollen mit mir reden und es ist dann immer automatisch, ohne dass ich da jetzt eine schlechte Absicht habe, dass ich dann mit einigen Leuten mehr rede als mit anderen oder manche vielleicht gar nicht zu Wort kommen oder manche vielleicht gar nicht beachte. Aber das liegt nicht daran, weil ich jetzt irgendwas gegen dich persönlich habe, sondern weil ich einfach abgelenkt bin und von überall Einflüsse auf mich, also auf mich eintreffen, ja, deswegen, das wollte ich von vornherein erstmal sagen. Ja, wie gesagt, ich freue mich heute, dass wir hier sind und wir haben eben schon einige Worte gehört, die uns an den Tod erinnert haben, und das sollte wirklich ein Thema sein, dessen wir uns immer bewusst sind, denn wenn wir den Koran einmal betrachten, und vielleicht kannst du mir mal eine Koranübersetzung geben, dann fange ich damit mal kurz an. Wenn wir den Koran mal betrachten, ja, dann sehen wir, dass in diesem Buch der Mensch immer wieder auf eine Realität hingewiesen wird. Dass er irgendwann sterben wird. Warum? Weil der Prophet sagt, dass das diesseitige Leben gegenüber dem jenseitigen Leben so ist, als wenn man den Finger in den Ozean hineinsteckt und zieht ihn raus. Das heißt, das diesseitige Leben ist gar nichts. Und deswegen musst du schauen, was hast du für morgen vorbereitet. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. O ihr, die glaubt, fürchtet Allah, und jede Seele soll schauen, was sie für morgen vorbereitet hat. Was sagt Ibn Umar? Er sagt, إذا أصبحت فلا تنتظروا المساء وإذا أمسيت فلا تنتظروا الصباح. Wenn du den Morgen erreicht hast, so erwarte nicht den Abend. Und wenn du den Abend erreicht hast, so erwarte nicht den Morgen. Warum? Weil kann sein, dass es heute vorbei ist. Und die wichtigsten Taten in der Waagschale sind die letzten Taten. Deswegen, Wallahi, Schwester, Bruder, egal wer du bist, wir sind eine Religion der Barmherzigkeit. Allah sagt dies zum Propheten. Er sagt, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Wir haben dich als Barmherzigkeit für die Welten geschickt. Und deswegen, Wallahi, wir wollen für euch das Beste. Und für uns auch. Heißt ja nicht, dass wir schon im Paradies sind, sondern jeder muss weitermachen. Heißt ja nicht hier, ich bin gut oder so. Nein. Sondern wir müssen alle sagen, vor Allah, was haben wir getan? Nichts. Aber wir müssen weiterarbeiten. Und glaube mir eins, ein großes Missverständnis, was viele Leute im Kopf haben, und das liegt daran, dass der Satan uns beeinflusst. Wir haben für jeden Propheten Satane bestimmt von den Menschen und den Djinn. Das heißt, Djinn, Geisterwesen, die dir Schlechtes einflüstern. Sie sagen, ja, warum, wieso, ein bisschen betrügen, ein bisschen belügen, ja? Diese Einflüstung, aber auch von Menschen, die dir etwas einflüstern. Von Medien, die dich vom Weg wegbringen wollen. Aber es gibt jemanden, der dir helfen kann, auf diesen geraden Weg zu kommen. Und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und Wallahi, gehe heute hier raus und bitte Allah, dass du ein guter Muslim oder eine gute Muslimin wirst. Weil Allah wird dich helfen. وَإِذَا سَأَلَّكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Und wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nah, ujibu da'wata da'idha da'an. Ich erhöre das Bittgebet von dem Bittenden, wenn er mich bittet. Aber die Frage ist, du musst wollen. Willst du? Ich frage dich ganz ehrlich, liebst du Allah?
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Und von den Menschen gibt es welche, die sich neben Allah Rivalen nehmen und diese Rivalen so lieben, wie man nur den allmächtigen Gott lieben soll. Und was sagt Allah dann? وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشِدُّ حُبَّ لِلَّهِ. Und diejenigen, die glauben, die sind in der Liebe zu dem allmächtigen Gott größer. Deswegen, wenn irgendjemand zu dir kommt oder irgendein Gedanke zu dir kommt und sagt dir, zieh das Kopf doch nicht an, bete nicht, du bist ja noch jung, ein bisschen Disco, ein bisschen Misco, ein bisschen Alkohol. Wenn jemand zu dir kommt mit den Gedanken, dann sage ich, ich liebe Allah mehr als die Disco und ich liebe Allah mehr, dass mich irgendjemand anschaut und ich liebe Allah mehr als das verbotene Geld, was ich durch meine betrügerischen Geschäfte bekomme. Sage, Allah subhanahu wa ta'ala ist bei mir an erster Stelle. Und wallahi, wenn Allah in deinem Herzen an erster Stelle ist, wer will dir dann etwas tun? Wer, wenn Allah die Nummer eins ist bei dir, in deinem Herzen? Alle Probleme werden gelöst. Deswegen, aber du musst das wollen. Und glaub es mir, du wirst glücklich werden. Glaub es mir, du wirst glücklich werden. Warum? Erstens, weil Allah dies im Koran sagt. Und wenn Allah das sagt, dann trifft das nicht 100% ein, sondern 1000%. Man amila salihan min dhakarin wa unsa wa huwa mu'min. Wer Gutes tut, sei er Mann oder Frau, dem werden wir ein gutes Leben bescheren. Das ist der Koran, Sure 16, Vers 97, zum Mitschreiben. Der andere Beweis ist das, was wir sehen. Um uns herum, wie viele Leute haben wir gesehen, die im Dreckloch gelegen haben, die Sünden begangen haben, die wirklich die schlimmsten Menschen waren, Prostituierte gewesen sind, Zuhälter gewesen sind, Knast, alles, und die zurück zum Islam gekommen sind. Ja? Wie viele Leute haben wir gesehen, die vielleicht vorher Diskjockey gewesen sind oder die Party gemacht haben, wo du vielleicht gesagt hast, boah, das ist ja ein cooler Typ, ey. Super. So möchte ich auch gerne sein. Und die so und so, oh, die sieht so gut aus. Die tanzt voll cool in der Disco. Die kommt gut bei den Männern an. So würde ich auch gerne sein. Und im Inneren, im Herzen. Und die kommt zum Islam. Und du sagst, hier willst du nochmal zurück zu dem Weg, wo du vorher warst? Was sagt die zu dir? A'udhu billah. Das ist der Weg. Aber hierzu müssen wir wissen, wie kommen wir dahin? Wie kommst du dahin? Wie kommst du dahin, dass du es wirklich praktizierst? Wie viele von uns sind hier, die gerne Islam praktizieren wollen, aber es nicht tun? Woran liegt das? Woran liegt das, dass, wenn ich zu dir sage, du bist Muslim, du sagst, ja, Alhamdulillah, Gott sei Dank. Dann sage ich zu dir, betest du? Nee. Fastest du? Nee. Hast du eine Freundin? Ja, klar. Nimmst du Drogen? Nur manchmal. Ja. Glaubst du, dass das verboten ist, was du tust? Ja. Glaubst du, das, was im Koran steht, wegen diesen Sünden? Ja, klar. Ja, Allah sagt im Koran, dass diese Leute in die Hölle gehen. Mehr oder weniger, ja. Zum Beispiel, in Suratul Mudathir, ja, Ma salakakum fi saqar, was hat euch in die Hölle geworfen? Was sagen die? Erste Antwort. Was war die erste Antwort? Wir glauben nicht an Gott. Nee, die erste Antwort ist, Lam neku minul musallin. Wir haben nicht zu den Beten gehört. Glaubst du an den Vers? Ja. Glaubst du das, was der Prophet Sassam gesagt hat? Awwalu ma yuhasibu alayhi al-abdu yawm al-qiyama as-salah. Fa in salahat salaha as-sahiru amali. Und fasadat, fasadat sa'iru amali.
Das erste, wonach der Diener am jüngsten Tag gefragt wird, ist das Gebet. War es gut? Sind auch die restlichen Taten gut. Ist es schlecht? Sind auch die restlichen Taten schlecht. Glaubst du daran, was der Prophet gesagt hat? Er sagt ja. Wir sagen ja, okay, wenn du daran glaubst, warum machst du es nicht? Keine Ahnung. Okay. Wenn ich zu dir sage, guck mal, ich habe jetzt Maschinengewehr in der Hand, beispielsweise, ne, nicht Terror oder so, aber als Beispiel. Und ich sage zu dir, okay, wenn du jetzt nicht 10 Liegestütze machst, dann baller ich dich über den Haufen und deine ganze Familie und zünde dein Haus an. Was würdest du sagen? Ich würde sagen, ja, 10 Liegestütze, das ist kein Problem. Machen wir doch ohne Probleme. Allah subhanahu wa ta'ala, der Prophet sallam sagt, wer das Asr-Gebet verpasst, das ist so, als wenn er seine Familie und sein Hab und Gut verliert. Also was hindert dich jetzt, das Asr-Gebet zu beten? Was? Wenn einer nicht in die Disco reinkommt, dann sagen wir vielleicht, der Türsteher hat ihn gehindert. Aber was hindert dich, das Gebet zu verrichten? Was? Das, du hinderst dich selber. Denn wir müssen eine Sache verstehen, liebe Geschwister. Die Sünde ist nicht nur etwas, was geschrieben wird, sondern die Sünde ist etwas, was dein Herz beeinflusst. Allah sagt diesen Suratul Mutaffifin. Weil viele Muslime denken, okay, ich mache ein bisschen Sünde, dann wenn ich 120 Jahre alt bin, dann fahre ich zur Hajj und dann werden alle Sünden vergeben. Nummer 1, wer hat dir gesagt, dass du so alt wirst? Nummer 2, liebst du Allah, dann fang heute an. Nummer 3, wenn du weitermachst mit den Sünden, dann kommt immer mehr Dreck auf dein Herz, dann wirst du gar nicht mehr zur Hajj fahren. Weil Allah sagt, Rana ala kulubihim makanu yaksibun. Das, was sie getan haben, hat sich wie Schmutz auf ihre Herzen abgelegt. Das, was sie getan haben, hat sich wie Schmutz auf ihre Herzen abgelegt. Und die guten Taten sind für dich wie ein Reinigungsmittel für dein Herz, für deine Seele. Deine Seele reinigst du nicht, indem du den Staubsauger in den Hals reinsteckst, sondern indem du die guten Taten verrichtest. Und das Gebet ist für dich gut. Das ist für dich eine Sache. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ich jetzt zu dir sagen würde, ich habe einen Job für dich, du musst 5-mal am Tag 10 Minuten arbeiten und du kriegst von mir 1000 Euro monatlich. Aber du musst jeden Tag arbeiten, auch am Wochenende. Was würde jeder sagen? Der würde sagen, warte mal, ich arbeite jetzt für 800 Euro 8 Stunden am Tag. Dann arbeite ich für 50 Euro und ich kann auch noch zu Hause arbeiten. Der Weg zur Arbeit, der Weg zurück rausgenommen. Und da kriege ich 1000 Euro für, super. Ich muss erstmal kündigen, sagt er sofort. Dann sage ich zu dir, okay, du kriegst auch 10.000 Euro dafür. 100.000 Euro, 1 Million Euro im Monat. Ich würde sofort zuschlagen. Aber was kriegst du für dieses Gebet? Du kriegst etwas Besseres als da. Jannatin arduha ka ardi samai wal ard. Du kriegst ein Paradies, das so groß ist wie Himmel und Erden. Worüber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِنِّي أَعْدَدْتُ لِعِبَادِ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَأَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. Ich habe für meine Rechtschaften Diener vorbereitet, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, noch was im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar war. Das war, was haben wir gesagt, wenn ich sagen würde, du musst 5-mal am Tag arbeiten und du kriegst dann, also 50 Minuten am Tag und du kriegst dann dafür 1000 Euro. Der Prophet Sallam sagt, du hast gesagt, den Job würde ich auf jeden Fall nehmen. Der Prophet Sallam sagt, خَمْسُ سَلَوَاتٍ كَتَّبَهُنُ اللَّهُ عَلِي بَادِ فِي الْيَوْمِ وَلَيْلَ. 5 Gebete hat Allah den Menschen bei Tag und in der Nacht vorgeschrieben. فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَا كَانَ لَعَحْدٌ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ جَنَّةً. Wer daran festhält, der hat einen Vertrag bei Allah, dass er ihn ins Paradies führt. وَمَنْ لَمْ يُحَافِظَ عَلَيْهِنَا لَمْ يَكُنْ لَعَحْدٌ عِنْدَ اللَّهِ إِنْ شَاءَ ذَبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ. Und wer daran nicht festhält, der hat keinen Vertrag bei Allah. Wenn er will, verzeiht ihm. Wenn er will, bestraft ihn. Also was hält dich auf, hier heute rauszugehen und das Gebet zu verrichten? Gibt es ein Argument? Hat er eine Idee? Ich habe eine Idee. Ausrede Nummer 1. Ja, wenn man betet und macht trotzdem schlechte Taten, dann ist es noch schlimmer.
Wer hat denn gesagt, du sollst schlechte Taten machen? Außerdem, das Gebet ist gerade das, was dich von schlechten Taten weghält. Das ist das, was wir eben gesagt haben. Umso mehr schlechte Taten du machst, umso schlimmer wird es. Umso weiter du ins Meer hineinschwimmst, umso schwieriger wird es hinauszukommen. Und Allah sagt im Koran, inna salate tanna anil fahsha'i wal munkar. Das Gebet hält von den Schändlichkeiten und Abscheulichkeiten ab. Deswegen fang an. Deswegen fang an. Wäre gut, wenn jemand, wenn die Kinder jemand gehören, wenn man dann so lange mit den Kindern rausgeht. Weil es ist halt so, dass die so viele Leute sitzen und die können sich da nicht richtig konzentrieren. Das ist halt immer bei solchen Vorträgen. Wir haben nichts gegen die Kinder, aber wie gesagt, es ist dann besser, dass man mit ihnen rausgeht, dass sie dort spielen können. Weil es ist dann immer so, dass einige Leute gestört werden. Und es ist halt auch sehr wichtig, dass man wirklich aufmerksam ist, damit die harten Worte auch wirklich ins Herz eindringen können. Das wollte ich nur gesagt haben. Jazakumullahu khairan. Ja, das ist die eine Sache. Das heißt, du reinigst dich damit. Du reinigst dich damit, mit dieser Sache. Die zweite aus, also das ist so, das heißt, jemand, der sagt, ich fange erst an zu beten, wenn ich gute Taten mache, der ist so wie jemand, der sagt, ja, ich habe eine eitrige Angina, ich nehme das Antibiotikum jetzt noch nicht, erst wenn ich keine eitrige Angina mehr habe. So ist das. Kommt nach Hause, hängt das Penicillin an die Wand. Warum nimmst du das Penicillin? Du hast doch eitrige Angina. Ja, kann ich jetzt nicht nehmen. Ich muss erstmal gesund werden danach. Das Gebet ist dein Heilmittel. Zweite Ausrede. Ich muss arbeiten. Ja, bete auf der Arbeit. Dann sagt er, ja, kann ich nicht. Hast du schon mal gefragt? Die meisten nicht. Die meisten haben nicht gefragt. Dann sage ich, mach ein Dua und frage deinen Chef morgen, dass du arbeiten kannst auf dem Gebet, ja. Und glaub mir, du kannst es in den meisten Fällen. Okay, wenn du es nicht kannst, dann kündige. Ganz einfach. Such dir eine neue Arbeit. Diese Arbeit kann nicht gut für dich sein, wenn du nicht dort beten kannst. Klarer Fall. Was haben wir noch für Ausreden? Ach ja, genau. Kleine Erleichterung zum Gebet auf der Arbeit. Wir haben 5 Gebete am Tag. Fajr bzw. Subh. Dieses Gebet ist von Morgengrauen bis zum Sonnenaufgang. Das heißt, wenn du es in dieser Zeit gebetet hast, hast du das Gebet gebetet. Dann haben wir das Dhuhr-Gebet, Mittagsgebet. Ja? Dieses Gebet ist vom Mittagsgebet bis zum Maghreb-Gebet. Wenn du bis zum Asr-Gebet, Entschuldigung, vom Mittagsgebet bis zum Asr-Gebet. Wenn du vor dem Asr-Gebet einen Rakat gebetet hast, dann hast du das Gebet geschafft. Dann haben wir Asr-Gebet. Das ist vom Asr-Gebet bis es etwas normal etwas gelb wird, aber also im härtesten Fall bis zum Maghreb-Gebet. Wenn du einen Rakat betest, hast du es geschafft. Dann haben wir das Maghreb-Gebet, das ist bis es ganz dunkel ist. Dann haben wir das Nachtgebet, das ist bis zur Hälfte der Nacht und manche sagen bis zum Fajr-Gebet. Ja, gibt es einige Meinungsverschiedenheiten, aber jetzt bist du auf der Arbeit, tagsüber. Du arbeitest beispielsweise von 8 Uhr bis 16 Uhr. Richtig? Jetzt. Welches Gebet trifft dich in der Zeit? Das Fajr-Gebet hast du schon zu Hause gebetet. Richtig? Es trifft dich also das Dhuhr- und das Asr-Gebet. Sagen wir mal, das Dhuhr-Gebet ist um 12 Uhr und das Asr-Gebet ist um 16 Uhr. Das Asr-Gebet geht aber bis Maghrib. Das heißt, du kannst das Dhuhr-Gebet in der Pause auf deine Arbeit beten und kannst das Asr-Gebet zu Hause beten oder wenn die Arbeit fertig ist. Dein Chef wird bestimmt nichts dagegen haben, wenn du auf der Arbeit bist und du betest dann danach irgendwo in einem Raum. Wir haben es so oft erlebt. Glaub mir, Allah macht die Wege leicht. Wir haben damals bei uns auf der Arbeit, wir haben einen extra Raum fürs Gebet bekommen. Da sind dann die Schwestern reingegangen, danach sind die Männer reingegangen, je nachdem. Man schafft es. Oder, wenn die Pause so ist, dass du es nicht schaffst mit so einem Asr-Gebet, dann betest du kurz vor dem Asr-Gebet. Natürlich ist das nicht optimal. Ja, das Beste ist, man betet das Gebet zur richtigen Zeit. Ja, direkt am ersten Punkt. Aber besser du betest so, als dass du gar nicht betest. Ja, dann betest du das Dhuhr-Gebet, dass du einen Rakat vor dem Asr schaffst und betest danach das Asr-Gebet. Jetzt sagt jemand, ist mit der Sunna, wir müssen aus Sunna beten. Ja, stimmt, wir müssen Sunna beten. Aber viele machen einen großen Fehler.
Es gibt Jugendliche, die fangen gerade an zu beten. Ja? Der will gerade anfangen zu beten, da legt er dem so eine Liste vor. Bumm, hier. 40 Rakas am Tag. So viel? Und dann sagt er, nee, das kann ich nicht schaffen, lass ich. Bete erstmal deine Pflicht. Weil besser du betest deine Pflicht, als dass du gar nicht betest. Der Prophet sagt, 5 Gebete habe ich am Tag vorgeschrieben, nicht 50. Damit sind die 5 Pflichtgebete gemeint. Die anderen Gebete sind nicht damit gemeint. Aber seid mal ganz ehrlich, bei wie vielen Jugendlichen geht das so? Sie wollen anfangen zu beten und dann wird ihnen erzählt, hier, du musst noch 4 vor Dhuhr, 4 nach Dhuhr, 4 vor Asr, 4 dies, das. Boah, und der hat gerade, sein Iman ist noch schwach. Dann sieht er sich vor so einem Berg und fängt gar nicht an zu beten. Wir sagen nicht, und nicht, dass mich jemand falsch versteht. Ich sage nicht, du sollst die Sunna-Gebete nicht beten. Nicht, dass es jemand wieder falsch versteht. Ich sage doch. Aber bevor du gar nicht betest, wisse, dass die Pflichtgebete der Punkt sind. Ein Mann kam zum Propheten und sagte, أَرَعَيْتَ لَوْ سَلَيْتُ الْمَكْتُبَاتِ وَصُمْتُ رَمَدَانِ وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالُ وَحَرَمْتُ الْحَرَامِ أَأَدْخُلُ جَنَّةِ Was hat er gesagt? Naam, ja. Er sagt, nehm mal an, ich bete 5 Gebete am Tag und befasse den Ramadan. Und das, was halal ist, mache ich halal. Und das, was haram ist, haram. Gehe ich ins Paradies? Was sagt der Prophet? Ja. Der Prophet sagt, 5 Gebete habe ich vorgeschrieben. Wer daran festhält, der sagt nicht, ja, 50 Gebete. Noch andere freiwillige Gebete. Das ist auch wichtig, aber das ist erstmal der erste Schritt. Ansonsten, wer es schafft, mehr zu beten, macht dies. Der Prophet sallallahu sagt, Men salla kabla dhuri arba'an, wa ba'daha arba'an, harramahullahu ala nah. Wer 4 Rakats vor dem Dhuhrgebet betet und 4 Rakats nach dem Dhuhrgebet, für den hat Allah das Feuer haram gemacht. Der ist in Sunan Abi Dawud, der Hadith. Dann, wenn ihr in eure Heimatländer fahrt, vielleicht ist es schwer, das hier in Deutschland zu schaffen. Ja? Sagt der Prophet, Men salla arba'ine yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutibalahu bara'atan. Wer 40 Tage in der Gemeinschaft betet, mit dem Imam, mit dem ersten Takbir, für den werden 2 Lossagen geschrieben. Erstens, vom Nifak, von der Heuchelei, und zweitens, von dem Feuer. Versuche dies zu machen. Und wenn die Frauen zu Hause in Gemeinschaft beten, dann betet eine Frau in der Mitte. Bei der Frau ist der Imam nicht vorne in der Reihe, sondern steht in der Mitte der Reihe. Das wollte ich nur kurz gesagt haben. Wie gesagt, so kann man viele Hasanet machen. Aber keiner soll hier heute rausgehen, ohne anzufangen zu beten. Ohne anzufangen zu beten. Fange heute an. Und glaub mir, alle deine Sünde, die du machst, du wirst dich verbessern. Du wirst besser werden. Du trägst heute kein Kopftuch. Glaub mir, fange an. Bete heute. Und bitte Allah, dir die Kraft zu geben. Denn er hat Macht zu allen Dingen.